Hallo Leute, nachdem wir in der letzten Folge den Backend-Bereich vorbereitet haben, möchte ich nun mit euch die Authentifizierung einrichten. Ja, bevor wir jetzt fortfahren mit dem Thema Authentifizierung, noch mal ein kurzer Reminder. Wir haben in der letzten Folge hier diesen Login quasi vorbereitet. Und zwar, wenn wir den Admin-Bereich aufrufen, landen wir jetzt eben automatisch im Login und unser Template wird hier entsprechend angepasst. Eine Kleinigkeit, die mich im Moment noch stört, ist, dass ich hier keine Links habe, um irgendwo reinzuklicken und hin und her zu hüpfen. Das möchte ich jetzt mal kurz ändern und dann gehen wir auch sofort auf das Thema Authentifizierung ein. Dazu rufe ich mir jetzt noch einmal unser Template auf im Ordner Resources, Views, Components, Layouts, Main.blade.php sowie ich nehme hier mal die Header.blade.php und das erste, was ich hier hinzufüge, ist jetzt unsere Home Route. So, und da schaue ich einmal nach, wie die jetzt genau hieß. Dazu gehen wir einmal in die Routes Web und da sehe ich, ich habe dem Ganzen noch gar keinen Namen gegeben. Zur Erinnerung, es wurde jetzt hier noch so ein Home-Controller hinzugefügt. Den kommentiere ich jetzt einmal aus, weil den brauche ich nicht wirklich. Und hier werden wir das Ganze mal mit einem Name versehen und dann nennen wir das Ganze hier eben entsprechend Home. Dann können wir hier im Header.blade auch diese Route Home benutzen. Für den Login würde ich sagen, nutzen wir vielleicht am einfachsten den Link zum Backend. Das wäre dann hier im Prinzip die admin.index. Denn dann wird ja der Login auch automatisch aufgerufen, wenn wir nicht eingeloggt sind. Also admin.index. Gut. Das Ganze neu laden, sollte das jetzt hier klappen, dass ich hier hin und her springen kann. Perfekt. Ich finde es eigentlich immer ein bisschen stylischer, dass hier bei dem Your Blog, entweder bei dem Namen oder dem Logo unseres Blogs, nachher auch der Homelink drauf liegt. Das werde ich auch nochmal ändern. Da gehen wir nochmal auf die Main.blade und schauen mal, wo das Ganze liegt. Das ist untergebracht eigentlich doch im Header, hätte ich gesagt. Genau, hier oben. Und dann kann ich hier einmal einen Link hinzufügen. Und machen das Ganze auch hier wieder mit Route Name. Testen wir das Ganze. Route Name ist natürlich Blödsinn. Route Home. Und jetzt funktioniert das Ganze auch an dieser Stelle. Perfekt. Damit ist natürlich der Homelink eigentlich überflüssig, aber das ist ein kleiner Schönheitsmakel, den wir schnell beheben könnten, indem wir das hier rauslöschen. Ich lasse jetzt diesen Link mal stehen. Wir werden hier vielleicht noch irgendwie eine andere Funktion später verfinden. Stört mich jetzt erstmal nicht. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir hier an dieser Stelle diesen Login einmal nutzbar machen. Wir können ja jetzt zurzeit irgendwas schon eintippen und können auch irgendwie ein Passwort eingeben. Wenn ich hier auf Login klicke, dann werden wir auch weitergeleitet und sehen eben, these credentials do not match our records. Und die Gestaltung dieses Logins werden wir später vornehmen. Jetzt erstmal geht es an die Funktionalität, dass wir uns auch einloggen können. Ich habe uns einmal phpMyAdmin aufgerufen und wir hatten ja schon hier diese Post-Table mit Autoren quasi gefüllt und haben hier diese Users-Table mit 10 Benutzern und ich möchte jetzt meinen eigenen Benutzer noch hinzufügen, sodass ich mich auch einloggen kann, um dann anschließend diesen Nutzer eben für den Backend-Login zu nutzen. Dazu schauen wir nochmal in den Ordner Database, Factories, User Factory und ich hole mir noch einmal die Migrations dazu. Und zwar haben wir hier die Create Users Table und wir haben noch die Seeders, wo auch Database Seeder und Post Seeder enthalten ist. Im Post Seeder haben wir ja nichts drin. Wir haben aber über diese User Factory quasi 10 User angelegt und jeder User hat dann eben entsprechend 10 Posts. Und so haben wir quasi unsere Datenbank vorbefüllt. Okay, jetzt möchte ich aber einen eigenen User einfüllen, der eben so ein bisschen mehr dem entspricht, was ich brauche. Nämlich ein User, der meine E-Mail-Adresse hat und ein Passwort hat, was eben benutzbar ist. Also hier zum Beispiel dieses Password eben als Passwort und dann kann ich diesen String zum Beispiel schon mal kopieren. Ja, und wie macht man das Ganze? Als erstes würde ich an dieser Stelle jetzt einen Users-Seeder hinzufügen. Dazu hole ich mir einmal die Konsole ins Bild.
und kann jetzt hier PHP Artisan Make Cedar User Cedar machen. Dann bekomme ich hier diesen User Cedar hinzugefügt und wir können jetzt hier den Befehl ausführen, den wir wollen. Und wir können das einfach über User Create machen und können jetzt hier entsprechend die Felder ausfüllen. Als erstes nutze ich einmal Password, weil ich das noch im Zwischenspeicher habe. Da schreiben wir einmal Passwort daneben, dass ich weiß, okay, das ist eben auch ein Passwort. So, und welche Felder brauche ich noch? Ich brauche jetzt diese Geschichten, nämlich Name, E-Mail und Verified Ad. Das kopiere ich mir dann einmal. Und dann füllen wir das Ganze einmal aus. Und zwar brauchen wir dann einmal den Namen. Dann brauchen wir die E-Mail-Adresse. Und wir brauchen ein Datum. Da nehme ich dann einfach Now. Dann schaue ich nochmal in die User Factory. Und da sehe ich, dass hier noch das Feld Remember Token vergeben wurde mit einem Random String. Das kopiere ich mir einmal raus und füge das hier auch noch ein. Okay, ich sehe, dass hier noch die Klasse importiert werden muss. Das machen wir noch. Das ist hier diese Elaminate Support String. Ja, und das nächste, was noch fehlt, ist hier, dass diese userCedar.php noch irgendwie ausgeführt werden muss. Und eigentlich gehören diese Klassen, diese Unterklassen immer in die DatabaseCedar. Da sehen wir ja auch, dass wir hier diese UserFactory schon drin haben und die sollte eigentlich auch eher woanders rein, nämlich eben in den userCedar zum Beispiel. Das könnte man also mit auslagern. Dann nehmen wir das hier mal raus und schreiben das hier mit rein. Das können wir einfach da drunter setzen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, mein PHP Storm erkennt, wenn ich Klassen importiere und reinkopiere und wird die dann automatisch oben hier hinzufügen. Da bitte nicht verwirren lassen. Gut, damit ist jetzt hier diese Cedar-Klasse eben schön leer und wir können jetzt hier this call ausführen. Und bei this call wird einfach die entsprechende Klasse hier in einer Array-Schreibweise übergeben. Und in diesem Fall User Cedar Class. Und man könnte jetzt noch zusätzlich diesen Post-Seeder, falls wir den noch nutzen sollten, hinzufügen. Aber da unsere Posts jetzt im Moment noch automatisch über das Users-Model hier oder diesen User-Seeder generiert werden, über diese Relationship, können wir uns das an dieser Stelle sparen. Gut, schauen wir uns das Ganze einmal an, ob das klappt. Wir gehen jetzt auf MFS nochmal, Migrate Fresh-Seed. Und das sieht super aus und wir sehen auch jetzt hier Database Cedars User Cedar ist ausgeführt worden und wir rufen nochmal phpMyAdmin auf. Ich aktualisiere das Ganze und jetzt sehen wir, dass ich 11 User habe, nämlich 10, die einen Beitrag erstellt haben und meinen ersten User mit dem Usernamen Passwort. Okay, schauen wir mal, ob der Login jetzt klappt. Und ich klicke auf Login. Und wir sehen, dass das funktioniert. Wir sind jetzt auf /admin gelandet. Genau da, wo ich auch landen möchte, nämlich auf dem Backend-Bereich. Das ist auch der, den ich eben hier aufgerufen habe. Und wenn ich zur Webseite wechsle, bleibe ich quasi eingeloggt. Das sehe ich, wenn ich jetzt hier eben auf den Login nochmal klicke und bin dann hier wieder in meinem Backend-Bereich. Was ich jetzt hier im Backend-Bereich noch ein bisschen optimieren würde, ist zum einen, dass hier der Login natürlich noch steht. Das macht keinen Sinn, dass ich mich jetzt hier weiter einloggen könnte. Zum anderen brauche ich natürlich einen Logout-Button und dazu rufe ich jetzt noch einmal im Backend-Bereich den Header auf. Ich schließe jetzt hier mal alle Dateien, die ich habe. So, und zwar gehen wir in Resources, Views, Components, Layouts, header-backend.blade.php. Und dort sind die ganzen Links im Prinzip drin. So, und es ist ja klar, dass ich diesen Header-Backend-Bereich nur sehe, wenn ich eingeloggt bin. Also kann ich hier theoretisch direkt einen Logout-Button machen. Ich habe mir jetzt noch einmal die Konsole ins Bild geholt und ich hole mir nochmal die Routes für den Login und Logout ins Bild. Und eine interessante oder wichtige Sache ist, dass uns klar ist, dass der Logout hier via Post funktioniert. Und das bedeutet also, ich muss einen kleinen Formular-Request eben erstellen und kann das hier nicht einfach per Link machen. Und dementsprechend mache ich das immer so, dass ich jetzt hier an dieser Stelle einen Form aufbaue mit Route Logout und
Man muss jetzt hier entsprechend einen Button rein, also einen Submit-Button. Und dann können wir hier Logout reinschreiben und das @CSRF-Feld muss hier rein. Und wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal neu laden, habe ich jetzt hier den Logout-Button und wir schauen mal, ob das Ganze schon funktioniert. Okay, hier steht natürlich noch, die Get-Methode ist nicht unterstützt. Das ist vollkommen korrekt. Das habe ich natürlich noch vergessen. Zum einen sollte hier natürlich noch die Method-Post rein. Laden wir nochmal neu. Und zum anderen sehen wir, dass das Ganze dann funktioniert. Wenn ich jetzt in den Login klicke hier, komme ich wieder zum Formular, kann mir das wieder ausfüllen und lande hier im Backend-Bereich wieder. Perfekt. Damit haben wir jetzt Login und Logout eingerichtet. Und das nächste, was jetzt noch ansteht, ist im Prinzip, dass das Ganze hier so ein bisschen schöner gestaltet ist. Denn dieses Formular gefällt mir persönlich noch nicht so. Und wir sehen auch hier noch, dass wir hier dieses Header-Menü noch eingeblendet haben. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar lässt. Ich denke, wir lassen es erstmal. Aber wenn man eingeloggt ist, dann kommt auf jeden Fall hier schon im Backend das richtige Menü. Hier unten im Footer-Bereich, das ist noch falsch. Auch da müssten wir vielleicht noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber ich denke, das sind jetzt erstmal Schönheitsreparaturen und das solltet ihr theoretisch auch jetzt schon mit dem, was ich bisher gezeigt habe, auch selbst hinbekommen. Damit wir jetzt dieses Formular hier noch etwas schöner gestalten, rufe ich hier einmal die entsprechende Resource auf. Und zwar findet die sich jetzt im Ordner Views, Auth, Login. Und wir sehen, dass jetzt hier xlayouts.mania angegeben ist und wir haben hier so einen Flex-Container. Das, was ich jetzt als erstes erreichen möchte, ist, dass das ganze Formular hier irgendwie in der Mitte zentriert angezeigt wird. Und dann als nächstes werden wir uns so ein bisschen mit der Gestaltung einmal beschäftigen. Okay. Wir haben hier in xlayouts main schon diesen Hintergrund oder diesen Flex-Container drin und können jetzt hier mal eine Hintergrundfarbe drauflegen. Dann sehen wir, dass der sich schon über die gesamte Höhe erstreckt. Die Breite hier stimmt noch nicht. Das hängt wahrscheinlich noch mit der Sidebar zusammen. Das müssen wir nochmal eben checken. So, und zwar haben wir hier dieser Container hat jetzt eine maximale Breite von 7. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es theoretisch, aber es ist dann nicht ganz korrekt ausgerichtet. Das muss ich mir nochmal anschauen, woran das jetzt liegt. Ja, wir haben hier noch einen kleinen Fehler im Design, den möchte ich nochmal ausmerzen. Und zwar haben wir zwar den Inhalt dieser Spalte ausgeblendet, aber wir haben die Spalte selbst nicht ausgeblendet. Das liegt daran, dass wir hier noch das If eine Ebene nach oben schieben müssen. Denn die Sidebar ist quasi 300 Pixel breit. Und wenn ich das Ganze neu lade, dann habe ich jetzt hier auch die gesamte Breite von unserem Container und dann passt das auch. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir unser Login-Inhalt in die Mitte schieben, also Justify Center. Das hat es noch nicht gebracht. Jetzt muss ich kurz überlegen, woran das liegt. Das liegt daran, dass da ein Flex-Befehl noch fehlt. So, dann ist das Ganze hier schon in die Mitte gerückt und der nächste Schritt wäre jetzt noch Items Center und dann haben wir das Ganze auch schon in die Mitte geschoben. Ja, und der nächste Schritt ist, dass wir den roten Kasten jetzt erstmal ausblenden. Wir haben jetzt verstanden, welchen Bereich wir da haben. Deswegen gehe ich nochmal in unsere Main.blade. Als nächstes nehmen wir jetzt noch das Rot hier raus. Das ist dann hier. Und wenn ich es neu lade, habe ich jetzt hier so ein schönes Formular. Gut, jetzt möchte ich nur das Formular selbst noch einfärben. Das ist hier so ein Card-Element mit Login, Card-Body und so weiter. Da können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Tailwind arbeiten. Und ich werde jetzt erstmal, das mache ich grundsätzlich so, die Klassen hier reinschreiben und werde das dann anschließend als sozusagen als Komponente, als UI-Komponente auslagern. Und ich möchte jetzt erstmal das Ganze hier so in einem Weiß oder sowas machen, in einem hellen Grau, BG Gray 500 oder sowas, BG Gray 50 oder sowas. So, dann kriegen wir hier, das kann man ganz leicht erkennen, ich hoffe, ihr seht das auch auf eurem Bildschirm, so einen weißen Inhaltskasten. Um das ein bisschen schöner zu machen, mache ich immer ein Shadow drumrum. Dann sieht das Ganze schon so aus, dass man hier so ein bisschen abgesetzt hat. Man könnte sogar überlegen, ob man den etwas größer macht. Das ist natürlich eine Vorliebe, die man rausfinden muss. Ja, und dann soll das Ganze vielleicht ein Padding erhalten. Ja, das sieht auch ganz gut aus, denke ich, dass hier so ein bisschen Abstand ist.
Ja, einen Border kann man zum Beispiel drumherum machen. Dann machen wir als Borderfarbe so ein leichtes Grau auch. Irgendwie 400. Mal gucken, ob das schon zu krass aussieht. Oh ja, das ist viel zu krass. Dann nehmen wir halt 200. Ja, das ist ein ganz leicht abgesetztes Grau, vielleicht sogar noch ein Ticken zu wenig, aber das kann man, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen UI-Arbeit. Dann sieht man das eben, wie es einem gefällt später. Gut, ich lasse das jetzt mal so. Jetzt haben wir hier diesen Header-Bereich und wir haben eben diesen Body-Bereich. Vielleicht ist es sogar schlau, dass man hier das P2 mal rausnimmt und wir jetzt erstmal hier in den Header-Bereich das reinsetzen, vielleicht sogar, ja doch, wir lassen es mal so. Und ich möchte das zum Beispiel gerne in dieses Blau tauchen. Nehmen wir mal BG Blue und sagen Text White. Und unser Body zum Beispiel, der könnte jetzt diesen Border noch kriegen. Dann klaue ich mir das hier oben mal raus. Und da machen wir dann auch das P2 rein. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ja, das ist doch schon fast ein Login, den man so gelten lassen kann. Wie gesagt, es ist jetzt noch so ein bisschen Schönheitsarbeit. Ich würde generell vielleicht hier nur PY1 machen und dafür PX3, um das Ganze so ein bisschen zu verteilen. Das machen wir hier auch. Ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus. Ja, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Abstand notwendig. Vielleicht macht man hier doch irgendwie sowas wie P5 oder sowas. Also, es ist ein bisschen Spielerei und man kann es ein bisschen durchprobieren. Ich will das jetzt auch nicht hier ad ultimo betreiben, aber ihr seht auf jeden Fall, dass ich jetzt auf diese Weise schon so ein kleines gestaltetes Formular habe. Was man jetzt noch schlecht sieht, finde ich, sind die Eingabefelder. Ihr seht auch, dass das Ganze jetzt hier noch in Weiß ganz leicht hinterlegt ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist wahrscheinlich erst zu erkennen, wenn ich hier meine dunkle Farbe hinterlege. Dann haben wir das nämlich deutlich abgehoben und da sieht man jetzt auch, dass der Rahmen hier drum gelegt ist in einem Hellgrau. Auch das kann man überlegen, ob man es braucht oder nicht. Ja, wie macht man das jetzt mit diesen Inputfeldern? Auch das ist eine sehr persönliche Frage und Vorliebe, wie man so etwas gestalten will. Ich würde auch später normalerweise jetzt so Input-Komponenten und sowas auslagern, dass es auf der gesamten Seite eben gleich ist. Da ich mir da noch keine Gedanken für unser Design drüber gemacht habe, machen wir es jetzt einfach mal gemeinsam. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück auf die graue Farbe und ich finde einen Stil, der ganz cool aussieht, ist, dass wir einfach nur eine Line nach links und unten drunter und das Inputfeld machen und den Hintergrund sozusagen transparent. Und dazu nutze ich jetzt hier einmal dieses Inputfeld und ich nehme jetzt hier mal dieses Form Control raus, das nutze ich zurzeit nicht, diese Klasse. Und ich mache jetzt hier einmal Border Left. Ein Pixel und Border Bottom ein Pixel und als Farbe nehmen wir ein Border Gray 400 und ich möchte so ein bisschen Padding im Inputfeld haben. Wir machen erstmal ein Padding 1 und schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, und dann sieht das Ganze im Moment so aus, dass man aus irgendeinem Grund den Border noch nicht erkennt. Ja, der Fehler ist recht einfach und zwar müssen wir hier die 1 rausnehmen, das ist nicht mehr nötig. Und das Ganze neu laden sieht das eben jetzt so aus. Okay, ich würde hier vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Padding noch einbauen, dass das ein bisschen lockerer aussieht und wir müssen hier noch ein bisschen mit den Abständen arbeiten, aber ich denke, so kann man schon fast gelten lassen, vielleicht sogar noch ein bisschen helleres Grau und ja, ich kopiere mir diese Klasse schon mal fürs Passwortfeld und dann können wir das hier in das Passwortfeld direkt einfügen, auch da ersetze ich die Klasse FormControl schon mal durch unsere angegebenen Klassen, da muss auch das Padding noch rein, das habe ich vergessen zu kopieren. Ja, ich würde auch jetzt hier schon mal so ein bisschen Abstand einfügen und zwar kann man jetzt erstmal sagen, irgendwie so ein MY5 oder sowas, das machen wir dann da oben in der Form Group natürlich, hier rein, ups, und das machen wir hier oben auch in die Form Group rein. So, und dann sieht das Ganze schon so ein bisschen besser aus. Zu dem Label müssen wir noch ein bisschen Abstand haben und ich würde auch die Labels generell ein bisschen weniger prominent machen wollen. Also gehen wir hier einmal hin und fügen bei diesen beiden Labels ein, zum Beispiel Text SM, Text Bold, sorry, das heißt Font Bold und vielleicht ein leichtes Grau, machen wir Text Gray 500. So, wenn wir es neu laden,
denke ich, ist das schon ein bisschen schöner. Sehr gut. Die Schriftfarbe ist vielleicht hier für das Inputfeld noch ein bisschen sehr groß, beziehungsweise sehr prominent. Auch da würde ich vielleicht ein ganz leichtes Grau hinterlegen. Also so ein 900er oder 800er Grau Text. Oh, Moment, ich bin in der falschen Spalte. Einmal da und einmal hier. Text Gray. Ich mache mal 800, guck mal, wie das aussieht. Ich finde, da hat sich nicht so viel verändert. Dann ändere ich das nochmal auf 700. Ja, das ist, finde ich, besser. Und damit haben wir jetzt auch hier ein recht nettes Formular. Vielleicht noch ein bisschen Abstand zu den Labels. Das macht vielleicht noch Sinn. Können wir hier nochmal bei den Labels einfach Hintertext Gray 500 noch so ein MY1 hinzufügen. Ja, oder vielleicht auch ein MY2. Okay, das funktioniert mit MY nicht, dann müssen wir ein Padding nehmen. Auch das funktioniert nicht. Ich verstehe gerade noch nicht genau, warum. Habe ich da schon irgendwas übersehen, dass das hier schon vergeben ist? Font, Bold, Text, Gray, PY. Nee. Dann machen wir mal Inline-Block noch hinzu. Dann wird es funktionieren. Bin ich mir sicher. Jawohl. Okay, das war der Fehler. Gut, damit haben wir jetzt, finde ich, ein sehr schönes Login-Formular. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier unten Forgot Your Password und Login noch gestalten. Und das Thema Login ist ein Button und Forgot Password ist ein Link. Ich persönlich finde es immer gut, wenn wir dieses Forgot Password ein bisschen kleiner irgendwie als Link markieren. Also zum Beispiel Text Blue 700, Text SM und Text Underline. Könnte man über Hover machen, Text Underline. So, also Underline ist das natürlich nur. Ja, und am einfachsten kriegen wir das, wenn wir hier einen Block daraus machen. Dann sieht das Ganze schon so aus. Vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen kleiner. Ich denke, Text XS wäre hier ganz ordentlich. Ja, das Ganze noch zentrieren. Dann machen wir hier einmal Text Center noch hinzu. Und dann sieht das Ganze so aus. Das finde ich persönlich gut. Man muss natürlich jetzt bedenken, dass man hier jetzt drauf klicken könnte überall. Das finde ich persönlich auch wieder nicht so schön. Deswegen lassen wir das hier mit dem Block und machen einfach ganz klassischen Div drumherum. Und machen dann hier das Class Text Center rein und dann können wir das hier auch entsprechend wieder entfernen. Gut. Text XS und Hover. Okay, passt. So, als nächstes vielleicht noch ein bisschen Abstand hierzu. MY5 und ja, jetzt müssen wir unseren Submit-Button noch bearbeiten. Und den würde ich natürlich so ähnlich bearbeiten wie die anderen Buttons, die wir auch schon hatten. Wir haben hier im Sidebar-Bereich zum Beispiel. In der Komponente den Newsletter-Button mit BG Blue und diesen entsprechenden Angaben. Wir gucken uns das mal gerade an. Der sieht halt so aus, der ist natürlich sehr groß, ist vielleicht ein bisschen zu groß auch hierfür. Ich denke, wir machen nochmal einen eigenen neuen. Das heißt, dann nehmen wir hier an der Stelle auf jeden Fall einen BG Blue 800, Text White und ein Padding von 2. Gucken wir das mal, wie das aussieht. Ja, ist auch fast okay. Auch hier würde ich sagen, bleiben wir bei PY1 und PX2. Sehr gut. Ja, ich denke, so ist das okay. Und auch diesen Login-Button sollte man natürlich in die Mitte rücken. Also machen wir das gleiche in grün. Auch hier können wir jetzt vielleicht insgesamt einfach sagen, Text Center. Dann kann man das da auch wieder rausnehmen. Okay, sehr gut. Letzten Anpassung noch. Machen wir hier noch wieder ein bisschen MY rein. Dann haben wir da auch ein bisschen Abstand. Okay, dieses Remember Me nutze ich erstmal nicht. Deswegen blende ich das jetzt erstmal aus. Dann machen wir einfach hier in diese Form Group einen Kommentar drum.
Und dann sieht das Ganze so aus. Okay, eine Sache möchte ich noch ändern, und zwar, man sieht, dass jetzt hier noch so ein ganz leichtes Weiß im Hintergrund liegt. Und das möchte ich noch austauschen, und ich möchte ganz gerne, wenn wir mit der Maus drin sind, das hervorheben, dass wir irgendwie sehen, dass wir dieses Feld fokussieren. Ja, und diesen Rahmen bzw. diesen Hintergrund, das möchte ich jetzt einmal ändern. Und dazu gehen wir dann nochmal in unsere Input-Felder hier rein. Und was ich hier machen möchte, ist zum einen, machen wir jetzt einmal hier ein BG Transparent rein. Damit wird das ganze Feld jetzt erstmal durchsichtig, und ich möchte jetzt das Ganze noch hervorheben, wenn ich in das Feld rein fokussiere. Und dazu können wir einfach Fokus Doppelpunkt BG Yellow 100 nehmen. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wenn ich das hier neu lade und ich da reingehe, dass man eben hier so eine gelbe Hervorhebung hat. Die letzte Sache, die mich noch stört, das ist hier dieser sogenannte Focus Outline Ring. Dieses gepunktete, was sozusagen vom Betriebssystem hier mitgeliefert wird. Ja, und das können wir aber auch entfernen. Und zwar können wir hier einfach noch hinzufügen Focus Doppelpunkt Outline None. So, und das fügen wir dann entsprechend auch hier unten ein. Und wenn ich das Ganze neu lade, sehen wir, dass jetzt auch dieser komische Ring weg ist. Und dadurch habe ich jetzt relativ schön diese, ja, diese Fokusanzeige. Eine Kleinigkeit möchte ich noch kurz bearbeiten, bevor wir dieses Tutorial auch beenden. Und zwar haben wir noch einen kleinen Fehler hier in unserem Design. Und zwar dann, wenn ich ein falsches Passwort eingebe und den Login klicke, dann passiert Folgendes. Dann wird die Fehlermeldung hier daneben geschrieben. Zum einen ist mir die natürlich viel zu groß, zum anderen möchte ich, dass hier unten angezeigt wird, und ich möchte noch, dass dieser Rahmen rot wird. Und dazu gehen wir noch mal einmal in das Template rein, in die login.blade.php, und dann sehen wir, dass hier diese Fehlermeldung jetzt in einem Span hier angezeigt wird. Da mache ich jetzt erstmal ein Diff raus. Dann haben wir das nämlich auch schon mal korrigiert. Dann ist er schon mal da drunter, sehr gut. Und wir sehen, dass hier eben gefragt wird, add error email und end error und so weiter. Und dann bekommen wir hier dieses class invalid feedback. Was ich hier haben möchte, ist auf jeden Fall text xs und ja, text red auf jeden Fall. Machen wir hier so ein 800er red mal. Und ich gucke nochmal eben, vielleicht ein kleines bisschen Abstand nach oben. Dann machen wir mal hier m. T2. So, und ich möchte ja, wie gesagt, diese Klasse hier noch ändern mit der Farbe. Wir haben jetzt hier noch eine Klasse isInvalid hinzugefügt. Ich werde jetzt hier noch mal kurz das hinzufügen, was ich eigentlich haben möchte, nämlich Border Red 800. So, und dann testen wir das Ganze noch mal. Und dann sehen wir, dann sieht das Ganze so aus. Ich würde den Rotton jetzt noch mal etwas heller machen. Der gefällt mir noch nicht, der ist mir zu dunkel. Und wenn ich das jetzt nochmal versuche, dann ist das etwas heller und das gefällt mir auch besser. Also das ist jetzt meine Vorstellung, wie so ein Formular aussehen könnte. Natürlich gibt es hier viele Möglichkeiten. Ja, ich möchte noch eben hier diesen Kasten etwas breiter machen, denn der gefällt mir noch nicht ganz. Und zwar können wir da auch noch ein bisschen das Design aufräumen. Zum einen nehme ich jetzt mal hier diesen Div-Container raus, den brauche ich nicht, und hier auch dieses Row. Und wenn ich jetzt hier WFull angebe, dann nimmt das Ganze schon hier die volle Breite ein. Das ist mir natürlich etwas zu breit. Dementsprechend können wir hier das Card-Element vielleicht mit Max W irgendwie MD oder sowas versehen. Mal gucken, wie breit das ist. Ja, das ist schon gar nicht schlecht, die Breite, die finde ich gut. Aber das Ganze muss natürlich in die Mitte gerückt werden, und deswegen schreiben wir hier einfach MX Auto rein. Und dann ist das Ganze auch schon zentriert. Jetzt müssen noch die Inputfelder entsprechend breit werden. Das ist auch eine recht leichte Übung. Und zwar können wir dann hier bei dem BG Transparent zum Beispiel WFull eintragen. Und dann sehen wir, dass die Felder auch die volle Breite einnehmen. Und wenn ich jetzt eben hier meine E-Mail-Adresse eintrage und ein falsches Passwort und Login klicke, dann sehen wir, dass die Meldung hier reinpasst. Und ja, ich denke, so können wir das jetzt für diese Folge lassen. Ja, damit möchte ich diese heutige Folge auch beenden, und ich möchte jetzt euch noch eine kleine Hausaufgabe oder Übung mitgeben.
Nach dieser Folge solltet ihr in der Lage sein, das nämlich selbstständig zu machen. Und zwar haben wir hier unten ja jetzt diesen Forgot Your Password Link. Und wenn ich die Seite aufrufe, bekomme ich eine ganz schreckliche Seite, nämlich die ist überhaupt nicht designt. Ja, und ihr wisst jetzt schon, was ihr zu tun habt. Ich würde euch bitten, das einfach mal selber umzusetzen. Ich werde das jetzt hier im Hintergrund machen und auch natürlich hochladen auf GitHub. Und dann könnt ihr entsprechend eure Lösung mit meiner abgleichen. Ja, ich denke, es ist keine allzu große Aufgabe und ich hoffe, ihr kriegt das hin. In der nächsten Folge möchte ich mit euch dann noch ein bisschen Fleißarbeit abarbeiten. Und zwar möchte ich diese Klassen, die wir hier verwendet haben, um unser Card-Element zu generieren, einmal auslagern in die App-SCSS-Datei. Und vielleicht könnt ihr das bei eurer Hausaufgabe ja schon sozusagen berücksichtigen und das selber mal versuchen. Ich denke, wir werden da zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommen. Ansonsten machen wir das in der nächsten Folge dann gemeinsam.